Ja, Guys, also ich werde immer wieder über den Google respektive YouTube-Algorithmus immer wieder mit dieser Typ hier aufgedrängt, der mir im Grunde eigentlich total unsympathisch ist, aber irgendwie scheint Google zu meinen, das sind wichtige Videos für mich. Crash im Herbst, der auch mal sehr reißerische Titel hat, also er möchte auf jeden Fall sehr schnell seinen YouTube-Kanal wachsen sehen. Ist jetzt, glaube ich, auch auf verdoppelt irgendwie in den letzten 6 Monaten, oder keine Ahnung. Also ich kriege immer wieder diese Videos vorgeschlagen. Jetzt ziehen wir uns halt mal rein. Schauen wir mal, ob Google recht hat oder nicht. Was die Börsen angeht, weil die aktuell positive Stimmung, wir haben ja allein in diesem Jahr schon 15% Rendite im DAX gesehen, 20% im Sorry, wir müssen ja mal schauen, wo wir herkommen. Also davor war sozusagen der größte Crash, weil die größte Krise seit 1929. S&P 500. Und das ist für mich so ein bisschen Warnsignal, dass auch alle so euphorisch sind und keiner kennt so richtig mehr einen größeren Rücksetzer, der sich vielleicht. Hört sich ein bisschen an, als wäre es aus dem Bauch heraus, diese Wahrnehmung, ja. Es gibt auch sowas wie ein Fear in Greed Index oder auch einen langfristigen euphorischen Index oder irgendwie sowas. Und da sind wir jetzt sozusagen gerade dabei, am Anfang der Euphorie zu sein, ja, also noch gar nicht fortgeschritten irgendwie. Das heißt, ja, klar kriegen wir immer wieder kleine Korrektürchen, aber 10% oder so mal runter, ne? 10, 15%, das gehört ja dazu, das ist ja gesund sogar, ne? Das hat ja sozusagen mit Crash nichts zu tun. Und wir haben ja hier mal wieder diesen reißerischen Titel, diesen Clickbait-Titel Crash im Herbst, Crash, ne? Also er hat nicht geschrieben Korrektur oder so, weil das gäbe weniger Klicks. Nee, Crash. Ja. Nicht Unterschied. sofort erholt wie letztes Jahr während des Corona-Crash. Und da gibt es doch ein paar Warnindikatoren, über die ich schon in anderen Videos gesprochen habe. Und da sind jetzt zwei neue dazugekommen, die ich sehr, sehr ernst nehme und weswegen ich auch davon ausgehe, dass der Herbst ruppiger werden könnte, volatiler werden könnte. Jetzt kommen die Indikatoren, jetzt kommt's. Okay, nehme ich zurück, jetzt kommt der Beweis. Beweise. Als die Monate zuvor. Wenn du wissen willst, worum es geht. Und wie ich selbst mich darauf vorbereite, ich bin ja auch voll investiert. Ja, dann bleibt natürlich dabei. Aufklärung gibt es gleich. Haben wir nicht so viel Zeit hier. Sein Slogan ist Gold, Silber, ETF. Achso. Hell Investment. Ich bin Sebastian Hell und erstmal danke, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und der eine oder andere wird es vielleicht schon gemerkt haben, beziehungsweise es wurde mir auch schon in den Kommentaren vorgeworfen, dass ich immer crashiger werde. Muss ich aber auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Also ich mache hier nicht irgendwie ein Crash-Video, weil ich sage, ich kriege dann etwas mehr Klicks, sondern ich spreche darüber. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Schon witzig, ja. Über das, was ich als Investor denke. Und auch diejenigen, die mir dann vorwerfen, ich würde Ja, hier. geht mir ja genauso. Aber nichtsdestotrotz muss ich ihm halt auch Sachen vorwerfen, weil wozu mache ich sonst ein Reaction-Video, ne? Zu crashig sein, die gucken dann oftmals auch meine Videos nicht, das weiß ich dann aus den Kommentaren. Und ich bin ja selbst voll investiert. Also ich habe ja ein großes Aktienportfolio. Also, nochmal ganz kurz, von der Marketingperspektive. Leute, die deine Videos nicht gucken oder nur ganz bisschen und dann trotzdem kommentieren, ja, die sind genauso wichtig, als wie Leute, die deine Videos bis zum Ende gucken und nichts kommentieren. Ja? Vielleicht sogar noch wichtiger. Portfolio, noch größeres ETF-Portfolio, ich habe Edelmetalle. Ich mache das ja für den langfristigen Vermögensaufbau und nicht, weil ich sage, okay, ich erwarte einen Crash und bin jetzt überhaupt nicht investiert. Also ich bin voll investiert, aber das ist ja auch das Wichtige bei der Geldanlage, dass man trotzdem objektiv oder so objektiv, wie es nur geht, als Mensch und als jemand, der jetzt in diesem Fall wie ich investiert ist, auf die Dinge, auf die Gemengelage blickt. Und da ist es eben so, dass ich mich also auch versuche rauszuziehen und sage, okay, ich bin zwar investiert, ich könnte jetzt nur die positiven Nachrichten suchen, gutes Wirtschaftswachstum beispielsweise oder was nicht alles steigt oder auch die Auftragslage bei Unternehmen. Also es gibt viele, viele positive Faktoren, das will ich gar nicht schlecht reden. Aber trotzdem muss man auch auf Warnsignale achten und daraus natürlich seine Schlüsse ziehen. Ja, das ist immer so eine Sache mit positiven Informationen und dann gibt es die negativen Informationen und wissen tut keiner irgendeinen verdammten Scheiß, was kommt. Ja, das ist ja mal hier die sozusagen, und ich weiß nicht, wie viel
Millionen von Leuten schauen sich halt diese Videos an oder ziehen sich irgendwelche Nachrichten rein. Ich durfte ja mal in meiner Universitätszeit auch so einen Investor kennenlernen vor über 25 Jahren. Und er ist mit mir im Café gesessen und hat sich immer dann sozusagen die Zeitung reingezogen am Morgen damals noch, wo es noch kein Internet gab. Und hat mir immer irgendwas Schönes erzählt. Aber Wissen, gewusst hat am Ende auch nichts. Ja. Also, ja, weil sonst hätte er nämlich damals in Amazon und Lastminute.com und so weiter investiert und nicht in seine komischen British Airways oder sowas. Ja. Für den weiteren Vermögensaufbau. Und genau darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Wenn du noch ja, eine andere Sichtweise haben willst, jetzt nicht von mir, da geht es jetzt in diesem Video, geht es mal primär nur um mich, aber im Podcast, ich blende dir mal ein, da habe ich über den größten Aktionär der Welt gesprochen. Der ein oder andere kann sich vielleicht schon denken, wer das ist. Es ist nicht Warren Buffett übrigens. Und da habe ich mal darüber gesprochen, warum die auch pessimistisch sind, warum die auch in den nächsten Der größte Aktionär der Welt, den kennen wir alle. Das ist Collier Bachhorn von Aktien mit Kopf. Ja. Monaten eher ein gefährlicheres Fahrwasser erwarten und woher deren Wozu diese Geheimnistuerei? Ja. Jeder kennt Collier Bachhorn. Ja. ja, ich sag mal, Angst oder Warnungen herkommen. Also Podcast, ich verlinke dir mal unten, hör mal unbedingt rein. Und wie gesagt, ich habe zwei neue Warnindikatoren. Und da muss man aber auch sagen, ich hatte es gesagt, es gibt positive Indikatoren, es Ja, endlich, jetzt kommen wir endlich zum Punkt raus mit der Sprache. Was ist, wo war hier was? Schnelltest? Ach so, das schlägt mir Google schon wieder als nächstes vor. Schnelltest. Ja, das ist der Schnelltest, ja. Da schlägt mir Google schon wieder was vor, was hier auch durchaus sinnvoll ist. Also so perfekt ist Google noch nicht, aber wir Es gaunen. gibt auch welche, die negativ sind und man muss da wirklich sich seinen Weg durchbahnen. Ich bin jetzt seit bald, ja, 20 Jahren mache ich das ganze Geschäft hier, also dass ich mich kontinuierlich Tag für Tag mit der Börse, mit Okay, machst du das sozusagen als Reporter, Journalist, Schrägstrich Investor oder investierst du nun dein eigenes Geld oder investierst du Geld anderer Leute? Da müsste ich mich nochmal reinfuchsen, weil so gut kenne ich den nicht. Wie gesagt, ich kriege das immer nur von YouTube vorgeschlagen. mit Finanzen, auch mit Politik beschäftige. Es gibt unzählige Indikatoren und Sachen, die warnen. Aber man muss da wirklich dann, ja, und das ist auch die Erfahrung, irgendwann unterscheiden, was ist denn wirklich nur Noise, was ist denn nur Lärm und was sind auch wirklich handfeste. Ja, der spricht ja genau die Punkte an, die ich jetzt schon alle vorweggenommen habe. Das ist ja, wir haben ja quasi Gedankenübertragung. Ich habe das Video noch nicht gesehen vorher. Genau, das ist der Punkt. Ja, es gibt einen unfassbaren Schwall an Informationen und Gedöns und Gedümpel und das kannst du eigentlich alles vergessen, in die Tonne kloppen. Kannst du als Endverbraucher sowieso nichts anfangen. Außer dir ständig den Kopf über irgendwas zu brechen, wenn es dann irgendwie dein Hobby ist oder was, ja, dann gut, dann hat es ja da wieder so mal einen emotionalen Wert, aber rein um dein Geld zu vermehren, ja, das ist einfach totaler Schwachsinn, ja, also du musst dir halt zwei, drei Informationsquellen aussuchen, die dir irgendwas nachweislich was bringen, ja. Und that's it. feste, greifbare Übertreibungsindikatoren, wo ich sage, okay, die schlagen jetzt nicht jeden Monat an, die schlagen mal alle paar Jahre an und dann muss man sagen, okay, die sind vielleicht auch nicht fürs Timing geeignet, dass ich sage, okay, morgen geht es jetzt nach unten. Aber wenn viele von diesen Warnindikatoren zusammenkommen, kann man zumindest sagen, ich. Oh, Timing. Ja, Timing. Also wenn mir jemand mit Timing kommt, dann mit dem sogenannten Timing, da haben sich schon ganz, ganz große Hedgefondsmanager und so weiter schwerstens verschätzt. Ja. Ich kann nur daran erinnern, an zwei, drei Hedgefondsmanager, die Tesla Short waren. Und dann plötzlich hat sich Tesla irgendwie vervierfacht oder verzehnfacht und dann sind die alle rausgeflogen mit irgendwie 2 Milliarden Euro Schulden oder miese Minus. Und das dürften natürlich die Anleger zahlen, ne? Der Hedgefondsmanager selber nicht. Ne? Also gezockt mit fremdem Geld, ja, sogenannte Hedgefonds-Gurus, ja, namentlich kannst du die alle selber rausgoogeln, die muss ich jetzt nicht nennen.
Also mit Timing wäre ich grundsätzlich mal super, super, sehr, 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 sehr vorsichtig, ja. Werde ein bisschen vorsichtiger oder wer es macht, der kann sein Portfolio absichern oder was auch immer. Aber es sind zumindest Warnungen, die einen Ja, dann. also Portfolio absichern habe ich früher auch. Es ist einfach lächerlich, ja. Und vor allen Dingen geht es meistens in die Hose. Also, aber ich habe auch immer versucht, irgendwie irgendwas abzusichern. Da habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich dann immer noch quasi regelmäßig mir Dirk Müller reingezogen, Florian Homm und alle, die halt alle irgendwie was mit Short und Absichern und so weiter zu tun haben, die jeder kennt. Ja, wow, toll. Am Ende habe ich fast drauf gezahlt, weil dann der DAX doch nicht so gestürzt, abgestürzt ist. Ja. Und das einzigste Mal, wo der DAX wirklich tatsächlich abgestürzt ist, war letztes Jahr in dem Lockdown. Ja. Und da waren halt zufällig die Crash-Propheten, die halt sowieso abgesichert waren, weil sie immer abgesichert sind, haben halt zufällig dann zu dem Zeitpunkt mal Plus gemacht, ja. Und alle anderen haben es auch nicht gewusst, weil sonst hätten sie ja kurz vorher ein YouTube-Video gedreht darüber, ja. Und haben sie aber nicht, ja. Also mit dem Ta Thema Timing brauchst du mir grundsätzlich nicht mehr kommen. Aber ich weiß, es ist ein riesiges Thema, wo sich ganz, ganz viele sogenannte Anleger, private, hart verdienende, hart arbeitende und weniger hart arbeitende und alles drum und dran, sich auch gerne reinziehen lassen in das Thema, weil jeder will die Glaskugel wissen, jeder will die Zukunft wissen, jeder will das Timing wissen, ja, wann passiert was und was. Es ist viel einfacher zu sagen, das und das passiert oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, als wie zu sagen, ja, dann und dann und dann passiert das und das und das, ja, weil wer das weiß, der braucht keine YouTube-Videos mehr machen, weil der ist Trillionär und der setzt sich unter die Palme. Ja, und vor allen Dingen, wer das wirklich wüsste, ja, wer Timing, also wer wirklich gutes Timing weiß, weil er halt Informationsvorsprünge hat, das kannst du mir wirklich glauben, ja, der macht garantiert keine YouTube-Videos, ja, darüber, weil der will den Vorsprung. Weil auf YouTube weißt du nie, wer das guckt. Ja, es können, selbst wenn du einen kleinen Kanal hast und dein YouTube-Video schauen nur in Anführungsstrichen nur 100 Leute, da kann einer dabei sein, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der wieder jemanden kennt mit einem Haufen Kohle und dann wird letztendlich deine Trading-Idee oder dein Wissensvorsprung mit einem Schlag verwässert. Ja, also warum sollte ich mit echten, sagen wir mal, mit echten Vorsprungsinformationen über Timing und solche Sachen, ja, mit wirklichen Informationen, die wirklichen Mehrwert bieten, mir persönlich, ja, an der Börse. Warum sollte ich da jemals ein YouTube-Video drüber machen? Oder ein irgendwas, keine Ahnung, ein Kurs oder sonst irgendwas. Das ist totaler Bullshit, ja. Es reicht ja schon, diese ganze Coaching-Szene, wo quasi Leute Kurse verkaufen, teuer, wo sie erklären, wie sie selber Geld verdienen, damit die anderen das genauso machen. Und auch das funktioniert nur in Märkten, die groß genug sind, dass man sozusagen so eine Art kleinen Schneeball halt macht, ne? Also macht ihr das alle, ihr 1000 Leute macht genau das, was ich auch mache mit meinem Kurs, da zahlt ihr mir 5000 Euro für und dann verdient ihr auch sehr gut, nicht ganz so gut wie ich vielleicht, aber halt auch sehr gut und so weiter. Und das geht halt auch nur in Märkten, die groß genug sind. Dann kann man das eine Zeit lang fortführen, bis halt der Markt halt irgendwann mal abgeräumt ist. Aber an der Börse also funktioniert das noch sehr viel schlechter. Ja, weil dort du ja nur einen brauchst mit einem Haufen Kohle, der dann genau diesen Trade macht oder genau hier und was auflöst oder dort was Kauforder, Verkauforder oder Limit oder sonst irgendwas setzt. Ja. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe ja idiotische Kurse mitgemacht, wie zum Beispiel One Million Dollar Challenge, ja, wie hieß der Typ da nochmal? Ja, kannst du mal googeln, ja. Daytrading mit 30.000 Dollar, von 30.000 Dollar auf 1 Million. Ich glaube, der ist heute immer noch auf 30.000 Dollar, ja. Also, das habe ich 1.000 Euro bezahlt, um da mitzumachen. Das war 2013 oder irgend sowas. Total Banane, also total Blödsinn habe ich da teilweise mitgemacht, weil ich es auch nicht besser wusste.
Und ja, jetzt bin ich von eins ins andere gekommen, aber und genau, und bei diesem Trading-Programm für 1000 Dollar, der hat immer Weizen getradet und den S&P. Und Weizen ist ja auch so ein Markt, der nicht ganz so liquide ist. Und da hat man immer gesehen, immer wenn er einen Trade prognostiziert hat, dann gab es eine super Bewegung oder irgendwie so im Markt und so, weil halt irgendwie in seinem Programm jemanden dabei hatte, wahrscheinlich der jemanden kannte oder der selber irgendwie einen Hedgefonds hat oder was weiß ich. Ja. Es ist nicht jeder Markt, sag mal, ja, es hat durchaus eine Bedeutung, wer welches Wissen hat, ja, und welche Trades absetzt. Ja, das kann durchaus kleinere Märkte beeinflussen. Oh ja, ja. Siehe Silbermarkt, der ja dadurch permanent nachweislich manipuliert wurde und wahrscheinlich immer noch wird. Siehe Google gerne mal nach JP Morgan Silbermarktmanipulation und so weiter. Ja, also so viel zu dem ganzen Thema Timing, Sachen vorher wissen und dann auf YouTube posten und so. ja, realitätsfern, ja. Aber man kann natürlich sehr viel reden und dadurch auch Klicks generieren. Das ist auch, ja, also es gibt bestimmt Netflix-Serien, die sind wesentlich sinnfreier, als wie sich so ein Video anzuschauen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Zumindest dazu bewegen, nachzudenken, welche Strategie man hat, wenn es an den Börsen mal nach unten geht. Und der erste Indikator, den ich hier ausgemacht habe, den blende ich dir jetzt mal ein. Ist eine sehr gute Darstellung, stammt, muss ich sagen, von GodmodeTrader.de, von einem sehr, sehr guten Artikel. Und da wurde mal visualisiert. Ich muss jetzt noch mal kurz reingrätschen. Also, welche Strategie man hat, wenn es an den Börsen mal nach unten geht. Das ist schon schwierig, diese Aussage in sich für einen kleinen Anleger. Und ich nehme an, hier seine Zielgruppe sind ja hier kleine Anleger. Also, dafür sind ja YouTube-Videos gedacht. Also, wenn er große Kunden, dafür macht er bestimmt keine Videos. Falls er jetzt so was wie ein Berater ist oder so. Welche Strategie solltest du denn haben, wenn die Börse mal nach unten geht? Also nach unten geht es immer schneller wie nach oben. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen oder so, du stehst eines Tages auf und dann korrigiert die Börse. Ja, das geht dann 15% runter und dann vielleicht nochmal 10 oder so. Wieder ein Stück rauf, es bounced wieder zurück, dann nochmal 10 oder meistens ist es dann irgendwie so. Welche Strategie sollst du da haben? Ich meine, wenn du halt Firmen auserwählt hast, die du mehrere Jahre halten willst, dann hältst du die einfach da rein und raus zu traden oder irgendwas abzuhatchen oder so. Das brauchst du als Anleger, kannst du vergessen. Ja? Das kostet dich am Ende nur mehr Geld, als es dir irgendwas bringt. Und vor allen Dingen einen Haufen Nerven. Ja? Oder Stress und so weiter, den du überhaupt nicht brauchst. Ja? Wie sich denn das Volumen der sogenannten Reverse-Repo-Geschäfte verhalten hat, und zwar bei der Fed. Du siehst, wir haben einen Wert von 1,2 Billionen Dollar erreicht. Und jetzt natürlich erstmal die Frage, was ist denn ein Repo-Geschäft und was ist ein Reverse-Repo-Geschäft? Ein normales Repo-Geschäft bedeutet, wenn eine Bank kurzfristig Liquidität über Nacht braucht, beispielsweise um irgendwelche Sei es Internet. Verpflichtungen, also Sicherheitsleistungen zu hinterlegen, dann kann sie kurzlaufende Anleihen an die Fed geben, die amerikanische Notenbank, bekommt dafür über Nacht Geld zu einem sehr günstigen Zinssatz, kann dieses Geld dann verwenden, für was auch immer sie es über Nacht braucht, gibt das Geld am nächsten Morgen wieder an die Fed zurück. Das heißt, die Fed, die amerikanische Notenbank, kann so Geld kurzfristig an die Banken ins System geben. Und die Banken machen dieses Geschäft natürlich dann Tag für Tag für Tag, wenn sie großen Kapitalbedarf haben. Repo-Geschäft ist also, wenn die Fed die Banken stützt, könnte man sagen. Reverse-Repo-Geschäft bedeutet, die Banken haben zu viel Geld. Das ist also der andere Extremfall. Die Banken haben zu viel Geld, weil sie zu viel Geld von der Notenbank bekommen haben, weil zu viel Geld im Markt ist, geben dieses Geld an die Fed über Nacht, bekommen dafür Anleihen und geben diese Anleihen am nächsten Morgen mit einem kleinen Aufschlag an die Fed zurück. Das heißt, die Fed zahlt darauf ein bisschen minimalen Zins an die Banken. Das machen die Banken, um einfach die große Liquidität, die sie haben und die sie eben nicht brauchen. Ich weiß, das klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es kann auch der Fall auftreten, dass die Banken im Geld schwimmen, wie aktuell in den USA. Und dann geben sie das Geld einfach über Nacht an die Notenbanken, um zumindest ein bisschen was auf dieses Kapital an Rendite zu erzielen. Ist es nicht irgendwie pervers? Druckt die
Zentralbank nicht irgendwie massiv Geld, um das System zu stützen oder irgendwie was? Also irgendwie total, ja. Und da ist auch extrem sicher, weil es natürlich nur über Nacht kurz an die Notenbank verliehen wird. Also was soll da schon schiefgehen? Also das ist für mich zumindest schon mal ein großer Warnindikator. Du hast auch gesehen anhand der Darstellung. Über Nacht an die Notenbank verliehen. Und daran, dann sieht man schon, was für ein Gaga-System das eigentlich ist. Ja. Was für ein Quatsch. Ich meine, ich bezweifle nicht, dass es dieses Reverse-Repo-Geschäft gibt. Das gibt es auf jeden Fall. Ja, aber was für ein Blödsinn. Und dass das Volumen explodiert ist in den letzten Wochen und Monaten, dass also extrem viel Geld im System ist, was nicht gebraucht wird, was einfach da ist, was für Ja, oder klar, ne? Weil die meisten Hilfspakete ja gar nicht da ankommen, wo sie hingehören. Ja? Das ist doch super. Also die Banken schwimmen im Geld. Ja, Wahnsinn! Ja, Wahnsinn. Also die haben es ja auch absolut verdient. Man sieht es ja immer an Goldman und JP und so weiter, was die Analysten da für tolle Meinungen raushauen, die uns alle super weiterhelfen. Also die müssen schon, also die haben noch mehr Geld verdient als sie, also wirklich, das ganze System ist doch im Arsch. Ja, bloß auf. oder später vielleicht auch wieder seinen Weg in die Finanzmärkte finden wird oder in die Immobilienmärkte. Aber das ist schon mal wirklich eine deutliche Warnung, dass es hier seitens der Notenbanken wirklich übertrieben wurde, weil diese Reverse-Repo-Geschäfte normalerweise keine große Rolle spielen, weil die Banken haben normal immer einen Kapitalbedarf oder sie sind ausreichend kapitalisiert. Aber dass sie so im Geld schwimmen, also wie Donald Duck in der Badewanne voller Geld sitzen, das ist schon eher die Ausnahme als die Regel. Ich habe auch noch eine zweite Sache mitgebracht und die finde ich fast noch spannender und ja, ich muss eigentlich sagen, noch gefährlicher. Blende ich dir mal ein. Das ist eine sehr gute Darstellung von Robert Halver. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von NTV, er arbeitet bei der Baader Bank und hat einen sehr, sehr guten Report. Und aus diesem habe ich mal diesen Chart ausgeliehen. Und du siehst hier zwei Linien. Du siehst in Rot den amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500. Du siehst darüber gelegt in Blau die Wertpapierkredite an der New York Stock Exchange. Das heißt, das sind Kredite für Leute, für Investoren, institutionelle Investoren, die sich Geld leihen, um damit Aktien zu kaufen oder man könnte natürlich auch sagen, zu spekulieren. Und du siehst auch, dass die beiden Linien relativ nah beieinander liegen. Das heißt, dass ja, steigende Aktienmärkte automatisch bedeuten, dass mehr Wertpapierkredite abgerufen werden, weil man natürlich mit diesem Geld, was man natürlich nur zum Teil mit Eigenkapital hinterlegen muss, in Aktien investieren kann und große, große Renditen auf das eingesetzte Eigenkapital machen kann. Die linke Spalte übrigens, das ist so die Entwicklung des Volumens der Wertpapierkredite in Milliarden. Und allein seit Corona hat sich also die Anzahl der Wertpapierkredite von 500 Milliarden auf fast 900 Milliarden fast verdoppelt. Also 400 Milliarden an zusätzlichen Krediten kamen hinzu und haben die Rallye im Aktienmarkt massiv befeuert. Und da muss ich sagen, das finde ich den, ja, von allen Risikoindikatoren, die ich so beobachte, aktuell mit den gefährlichsten. Natürlich gibt es immer Aktienmarkt oder Wertpapierkredite, das ist ganz normal, dass es immer Leute gibt, die sich Geld leihen und dann in Aktien investieren oder darauf setzen. Aber du siehst ja schon fast anhand des fahnenstangenartigen Anstiegs der letzten 12 Monate, dass hier ganz viele reingekommen sind und das ist oftmals so eine Fahnenstange, wirklich ein deutliches Warnsignal. Und wir sprechen immerhin auch von 400 Milliarden an zusätzlichen Krediten oder 900 Milliarden insgesamt. Und erinnerst du dich noch vielleicht an Archegos Capital, einem relativ kleinen, unbedeutenden Hedgefonds, der 5 oder 10 Milliarden gehebelt hat auf 40 bis 50 Milliarden. Hier sprechen wir von 900 Milliarden. Und es stimmt zwar, dass es immer noch viel Geld an der Seitenlinie gibt, welches investiert werden will, aber wenn natürlich hier die Leute erstmal Panik bekommen und gerade wer auf Kredit an der Börse spekuliert, der hat keine große Risikotoleranz. Der kann nicht lange zugucken, wie eine Korrektur 5 oder 10% vor sich geht. Der bekommt von seinem Broker sogenannte Margin Calls, also mehr Geld, was er hinterlegen muss. Und wenn er eben kein Geld mehr hat, wenn das Eigenkapital aufgezehrt ist, wenn er den Kredit noch bedienen muss, dann wird er Panikverkäufe tätigen und dann wird es einen sehr, sehr schnellen, krassen Abverkauf geben, wenn diese Kreditblase hier an den Börsen also platzt. Das muss ich sagen, das ist eine, ja, eine durchaus gefährliche Entwicklung. Jetzt aber natürlich noch die Frage, ja, bedeutet das jetzt, dass wir im Herbst eine Korrektur bekommen, einen Crash bekommen oder im Winter? Jetzt die alles entscheidende Frage. Also nur nebenbei bemerkt, es ist immer gut, wenn du ein bisschen Cash, ja, sag mal, also ich würde nie, er sagt ja selber, er ist voll investiert, aber ich würde nie voll investiert sein wollen, grundsätzlich nie.
Ja, und schon gar nicht als Angestellter, als Selbstständiger oder sowas, aber auch nicht als Angestellter, weil was ist heute noch ein Angestellterjob wert? Ja. Letztendlich bist du auch schneller weg, als du bis drei zählen kannst. Und da muss ich natürlich sagen, ja, ich weiß es auch nicht, wenn ich es wissen würde, ich würde es dir gerne sagen, aber die Risiko. Wenigstens ehrlich, aber ich will grundsätzlich immer 10% Minimum Cash halten, also von allem, was du besitzt, ja, oder sagen wir mal 10, 20%. Und wenn deine Bank irgendwie Negativzinsen verlangt, dann wechsle die Bank. Es gibt genügend Banken, die noch keine Negativzinsen verlangen. Ja, also, und wenn du halt zur lokalen Sparkasse gehst oder zur Raiffeisenbank oder was, such dir halt dann eine Bank, die keine verlangt oder deponierst halt auf irgendein anderes Konto oder was, ja, wo du da zwar keine Zinsen bekommst, aber auch keine bezahlen musst. Ja, das ist ja so Quatsch, Schwachsinn. Indikatoren und Kennziffern mehren sich aktuell deutlich. Und jetzt auch noch für alle, die sich fragen, wo finde ich denn diese ganzen Charts vom Sebastian? Ich habe dir zwar die Quellen hier gesagt, aber diese zwei stammen jetzt auch aus meinem Report. Da habe ich darüber geschrieben, über diese zwei Risikokennzahlen. Ich habe aber auch. Aha, der Marketingaufruf. Mal wieder ein Report, den man hier abonnieren soll. Hell. Hell yeah, hell yeah. Ja, sag ich dann nur. Über Charttechnik geschrieben, beispielsweise Gold gucke ich mir jede Woche an, Silber gucke ich mir immer wieder an, DAX. Uah, Gold und Silber. Das ist ja wohl das. Wow. Wir sind aktuell bei Gold. Genau im gleichen Stand wie vor 3 Jahren. Wo? Bravo. Es gibt doch nichts Langweiligeres als die zwei Dinge. Und es gibt fast kein Thema, wo so viele klicken wie bei den zwei Themen. Also in Deutschland hast du manchmal schon sehr kontroverse Tendenzen der Bevölkerung. Bitcoin. Ich habe einen Chart der Woche, der jetzt hier nicht aufgeführt wurde. Also das alles kostenlos. Das alles hast du immer am Dienstag früh um 7 Uhr in deinem Postfach. Ich blende mal meinen Report ein. Ich verlinke ihn dir unten. Also trag dich da gerne ein, denn er ist kostenlos. Und da lasse ich dir immer kurz und knapp meine wöchentlichen Marktgedanken einfach per E-Mail zukommen. Würde mich auch freuen, wenn ich dich als Leser gewinnen kann. Und wenn es dir hinterher nicht gefällt, abmelden kannst du dich natürlich jederzeit. Aber jetzt nochmal zurückzukommen. Kommt jetzt im Herbst oder Winter ein Crash? Ich sage zumindest, ich gehe stark davon aus, dass wir eine Korrektur sehen werden. 10 bis 20% könnte ich mir vorstellen, finde ich auch gut als ein reinigendes Gewitter, weil wir haben viele, viele Leute drin, die sind letztes Jahr eingestiegen, die kennen nur stark steigende Märkte und das ist natürlich nicht der Normalfall an der Börse. Also wir haben ja an der Börse wirklich durchaus Korrekturen. Wir haben mal einen Crash wie letztes Jahr bei Corona. Ja, das stimmt natürlich. Wir haben auch mal eine Seitwärtsphase, eine Durststrecke und all das gibt's und wir haben viele drin, die sind das nicht gewohnt und die werden wahrscheinlich schnell wieder rausgehen, wenn der Markt mal in. Ich weiß nicht, wie ich im Sommer 2020 ein Depot eröffnen wollte für meine Mutter. Und ich musste irgendwie 3 Monate warten, bis es freigeschalten wurde. Und das war die Phase, wo plötzlich alle möglichen Leute reingegangen sind. Ne? Also die ganzen Aktien mit Kopfschauer und Invest und was weiß ich alles, die gesagt haben, oh jetzt, ja, jetzt ist die Corona, jetzt ist es buy the dip. Ja? Das, was du ja vorher nie hattest, weil es einfach diese Mainstream, diese Masse, besonders in Deutschland, aber halt auch weltweit war das eigentlich so, auch in den USA und so weiter, der alle plötzlich in Aktien eingestiegen sind, sprich, wie heißt das, GameStop und alles Mögliche halt, ja. Und das ist schon ein Phänomen, das war eigentlich so davor, die Jahre habe ich also nie so kennengelernt, also auch nicht in den anderen Krisen, wie, wenn ich das überlege, damals in der Finanzkrise 2008 oder so. Ich kann mich noch sehr gut an das Interview erinnern von Friedrich Merz damals. Das war noch vor seiner Zeit bei BlackRock, ist ja schon eine Weile her wieder, 2008 oder so, wo er sagt, der DAX damals war irgendwie auf knapp, auf über, etwas über 2000 Punkte, das muss man sich mal vorstellen, der DAX, ja. Etwas über 2000 Punkte, er sagt, so tief wird er nie wieder, ja. Jetzt ist der Zeit, wenn ihr jetzt nicht einsteigt und so, aber auf den hat damals niemand gehört, ja, auf den Friedrich Merz hat damals niemand gehört und das war irgendwie vor ja, 12 Jahren, 14 Jahren oder irgendwie sowas, ja. Und diese Krise, die letzte Krise vor einem Jahr mit Corona, da waren die Leute schon irgendwie anders drauf, ne? So kann das ist schon fast eine Generation weiter und da sind sie plötzlich alle eingestiegen und die da alle eingestiegen sind, die kennen natürlich jetzt nur bergauf, ja. Und dass die eventuell dann auch mit Kredit und so. Und dass, wenn es jetzt mal irgendein
einer anfängt abzuverkaufen, größerer, ja, und dass es dann so eine kleine Kette gibt und dann Leute plötzlich ihre Gewinne mitnehmen wollen und da auf den Zug aufspringen und dass man dann plötzlich 20% tiefer sind, klar, kann man sich sehr gut vorstellen. Da muss ich jetzt auch keine großen Reports gelesen haben oder so. Das ist der reine gesunde Menschenverstand, wo ich immer sage, ja, einfach rein logische Zusammenhänge erkennen und eins und eins zusammenzählen. Ja. In einem größeren Ausmaß absackt. Für mich als langfristiger Investor, muss ich dir ganz ehrlich sagen, finde ich das sogar gut, weil solche Absacker, das bietet einfach eine gute Chance, langfristig nachzukaufen, auch in meinem persönlichen Aktiendepot. Ich kaufe momentan. Ja, das finde ich auch, weil diese Absacker wäscht ja quasi diese ganzen Pfifferlinge raus, die halt quasi irgendwie nur kurzfristig auf Aktienkredit basierte Zockereien machen wollen. Und die wäscht es dann eben komplett raus. Die haben dann wahrscheinlich auch die Schnauze voll und gehen halt nicht mehr rein. Und das natürlich insgesamt stabilisiert die Börse oder den Aktienmarkt als solches, insgesamt natürlich. Und von daher sind solche Korrektürchen, besonders wenn diese Charts da von Roland Berger, nicht Roland Berger, Halber und so weiter, klar, das ist also würde ich sogar fast auch begrüßen. Und auch wenn das bedeuten würde, dass einfach mal mein Depot um ein paar 10.000 Euro weniger wert ist, vorübergehend. Wie gesagt, wenn du, so wie ich es gemacht habe, die letzten Monate, also ein bisschen Cash wieder angehäuft habe, auch wenn es nur ein bisschen ist, ja, könntest du es dann theoretisch in dieser Phase verwenden, wenn du die Nerven dazu hast. Die meisten haben dann die Nerven nicht. Und deswegen würde ich auch mal vorschlagen, das Ganze automatisiert zu machen. Ich habe früher auch mal versucht, irgendwie dann den bestmöglichen Zeitpunkt herauszufinden und was weiß ich, ganz alles vergessen. Einfach Limit Orders reinsetzen, ja, von Aktien, die du sowieso nachkaufen wolltest. Und wenn dann diese Korrektur eben kommt, einfach günstiger nachkaufen und fertig, ja. Und das können Aktien sein, die jetzt halt so extrem gut gelaufen sind, aber die halt auch extrem, sagen wir mal, einen guten Zeithorizont haben. Also, weiß nicht, die Porsche Holding und so weiter, die sich ja halt irgendwie verdoppelt, verdreifacht haben. Selbst VW und also diese ganzen Blue Chip Firmen, wenn die halt dann mal ein bisschen zurückkommen, dann ist halt die Zeit, wo man sozusagen sein Cash, sagen wir mal, in zwei, drei Hälften aufteilt und dann hier einfach ein paar Limit Orders reingibt und dann einfach mal abwartet und schaut, was passiert. Ja, und nicht vorm Bildschirm bitte sitzen und versuchen irgendwie da, das bringt nichts, weil da bist du emotional viel zu stark mit involviert und dann machst du definitiv irgendwelche Fehler. Verkaufst oder kaufst zum Dinge, die du vorher gar nicht verkaufen oder kaufen wolltest. Ja, das kann ich dir fast garantieren. Ausgewählt die ein oder andere Aktie nach, wenn sie stark korrigiert und ich sage, naja, aber langfristig finde ich die immer noch gut, dann kaufe ich ausgewählt mal nach. Allerdings breit in Genau. Aktien, in meinem Aktiendepot, investiere ich momentan nicht, weil ich einfach sage, ich bin pessimistisch, was den Herbst angeht. Ob wir jetzt gleich einen Crash sehen werden, das wird sich zeigen. Crash, den kann man auch anhand von Risikoindikatoren eigentlich nie ableiten, weil der kommt aus dem Nichts. Also mit einer Pandemie letztes Jahr hätte auch kein Mensch gerechnet und dann ist der Markt einfach gecrashed. Ich hoffe jetzt nicht unbedingt, dass wir einen Crash bekommen, aber wenn er kommen sollte, auch dann werde ich natürlich Ist ja nachkaufen. nochmal ein Unterschied zwischen Crash und Korrektur. Ich meine, das ist ja auch, die zwei Begriffe sollte man nicht zu sehr vermischen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das passiert leider, weil man einfach bei Crash mehr Klicks bekommt oder so. Crash ist für mich nicht Korrektur und umgekehrt. Korrektur ist ganz gesund, sollte auch immer wieder stattfinden. Ist ein ganz normaler Ablauf. Crash ist was anderes. Crash kommt alle paar 10 Jahre hoffentlich. Und da geht die Börse halt 50% und mehr runter und da gibt es auch verschiedene Definitionen, aber sollte man wirklich auseinanderhalten. Ich für meinen Teil bleibe also voll investiert, habe aber Cash an der Seite, das ich jetzt eben nicht in den Markt gebe, in Erwartung des Herbstes, dass es der Rupik Das wird. ist ja genau das Gleiche, was ich mache. Da hat ja meine Ideen geklaut hier. Und was ist, wenn ich falsch liege? Dann liege ich falsch, dann mache ich da gerne natürlich auch ein Video drüber, aber dann bin ich ja weiterhin mit meinen Aktien investiert, nehme die Rendite mit und muss halt gucken, wie ich das überschüssige Kapital dann bei kleineren Korrekturen wieder auf die Strecke bringe. Aber erstmal fühle ich mich wohler, wenn ich etwas mehr Cash habe als sonst. Gut, dann war es jetzt für dieses Video. Wie gesagt, Report unbedingt, hol ihn dir kostenlos. Schau mal rein, lies mal rein.
Lass mir auch gerne da immer Feedback da und wenn das Video gefallen hat, du weißt, was du machen musst. Daumen hoch, Abo da lassen und wie immer, teile mir deine Meinung mit durch Kommentare und du siehst mich wieder im nächsten Video. Bis dann. Ja, cool. Ja, das ist ja fast das Gleiche, was ich auch mache. Also hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also super gut vorgeschlagen, YouTube. Applaus, Applaus, Applaus. Ja. Deswegen habe ich ja auch hier meinen Sparplan verdoppelt für die Alphabet, weil ich so zufrieden bin mit der Firma. Bin ich auch aktuell irgendwie, glaube ich, 77% im Plus oder so, keine Ahnung. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn ihr irgendwelche bestimmten Anregungen habt zu meinen Videos, gerne auch in die Kommentare schreiben. Bis dann, tschüss.